Regensburg ist am Wochenende auf den Hund gekommen, genauer gesagt auf den Dackel. Besitzer und Hund, die sind dabei 2 Kilometer durch die Innenstadt gedackelt oder eben auch gerollt. Und das Ziel, den bayerischen Kulthund angemessen zu feiern. Und der Besuch, der kam deswegen sogar aus der ganzen Welt angereist. Knapp 1200 Dackel, die waren hier unterwegs. Und damit haben die Dackelfans auch gleich mal einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ich würde natürlich sagen, bei dem Superwetter ist das vielleicht auch gar kein Wunder. Da zieht es einen ja förmlich aus dem Haus, also jetzt egal, ob mit oder ohne Hund.